Leute und herzlich willkommen. Leider nicht zu Dragon City, aber es wird auf jeden Fall am Wochenende online kommen. Ich würde eher sagen, am Samstag. Ja, zu Jurassic World The Game. Denn da ist einiges passiert. Und mit einiges meinte ich, ich habe einige neue Dinosaurier bekommen. Zum anderen bringe ich gerade einen auf Stufe 40. Zum anderen haben wir ganz tolle Dinosaurier. Und mit ganz toll meine ich drei epische oder eigentlich limitierte, sagen wir es mal so. Heißt es ja jetzt, also hier zumindest in dem Spiel, drei limitierte Dinosaurier neu bekommen. Innerhalb in einer Woche. Wie ich das geschafft habe, nun. Ihr seht, dass ich weniger Gold habe. Es liegt daran, dass ich jeden Tag alle Kampf-Events versucht habe zu machen, damit ich erstens nicht nur Dinosaurier bekomme, sondern zweitens, ach ja, den haben wir auch, da ist ja schon einer, nur ein legendärer, würde ich jetzt mal, glaube ich, eher sagen. Aber, ja, ihr seht schon, das ist auch vollkommen anders. Ich glaube, wir, ja, genau, der hier, den bringe ich gerade auf Stufe 40. Mit einem Schwung hat es funktioniert. Genau, den haben wir sogar nochmal auf Stufe 30. Das bedeutet, der wird jetzt auf Stufe 30 gebracht. Ich glaube nicht, dass es heute wir schaffen werden, weil ich würde ehrlich gesagt jetzt die Dings nicht dafür ausgeben. Ich mache es nur einmal Futter, weil guck mal, wie viel Futter ich habe und wie wenig ich. Ah, gut, ich krieg was dazu. Das ist schon mal ganz cool. Jetzt. Ja, muss das jetzt auch jeden Tag machen, circa. Wo ich mich daran gar nicht ganz so beschäftige, aber damit komme ich sehr gut voran. So, erstmal ein Pack öffnen. Ja, Güte, also das kann aber ernsthaft jetzt nicht wahr sein von dem Spiel. So, und zwar, ja, ihr seht schon, ich habe da einen echt coolen. Ich mache erstmal die anderen. Ich muss auch. Hilfe. Letzte Folge in Jurassic World Game haben wir uns ja das neue Update uns angesehen, wo man ab jetzt, also ab da, die Bosse freischalten kann mit diesen DNS, die man sammeln muss, und da muss man Missionen machen. Ja, und dazu zählt auch ja, genau, Dinosaurier ausbrüten. Und da haben wir schon einige ausgebrütet. Genau, da ist er, der Danicolaptherus. Ich hoffe, das ist jetzt richtig ausgesprochen. Ich entschuldige mich dafür, aber die Namen sind echt teilweise schwer. Er könnte hierhin passen, da kein Pflanzenfresser reinpasst. Also tue ich ihn hier rein. Und da können wir auch eigentlich direkt die neuen machen. Ja, ich habe ein paar neue, aber auch nicht so viele. Genau, da zeige ich euch mal, wie weit ich denn da bin. Genau, ich bin, ja, ich habe 1650 DNS. Und davon muss ich Dinosaurier ausschlüpfen. Ich muss in PvP-Arenen machen. Das konnte ich heute auch nochmal machen. Kaufe diese Tickets, muss ich mir holen. Das mache ich jetzt auch jeden Tag. Dein Kämpfen machen mache ich jetzt jeden Tag. Tägliche Ziele abschließen. Oh Gott, da gibt es ja. Aber es kommen ja, guck mal, wenn ich das hier 1350, das ist schon eine ganze Menge. Wenn ich da sehr vieles abschließe, dann komme ich da sehr gut voran. Aber als erstes würde ich mal sagen, wir schauen uns mal genau den gerade platzierten Dinosaurier an. Wusstest du, dass Tanzolizarius langbeiniger Jäger bedeutet? Okay, guter Freund. Dann zeig mal, was du denn für Stats hast hier. 1490 und 344. Schick. So. Oh, der wird auf jeden Fall sehr, sehr heftig sein hier. Der gefällt mir. Ich glaube nicht, dass ich den freigeschaltet habe, weil ich, genau, weil ich ihn so in diesem Pack, den Goldwert-Paket gezogen habe. Schade, dass ich kein VIP habe. Das ist mir ehrlich gesagt viel zu teuer, aber ich meine,
Ich hau hier raus, was ich hauen kann, und der Rest ist mir eigentlich völlig wurscht. So. Der zweite Limitierte ist der Brachiosaurus. Ach du Heilige, was ist. Oh, der ist aber. Oh mein Gott. Er ist aber auch wirklich schön. Wo ich den herbekommen habe, den gab es gratis geschenkt. Auf jeden Fall zu Weihnachten gab es ihn, und ich habe da vorbeigeguckt, habe mir den geholt. Und ja, 6 Tage ausgebrütet. Und hier ist er. Die Vorbeine des Brachiosaurus sind länger als seine Hinterbeine. Übersetzt bedeutet sein Name Amsee-Echse. Okay, interessant hier, was die für Informationen hier drin stehen. Mal gucken, wie du denn isst. Oh, schön siehst du aus. Ein schöner Brachiosaurus. Ich glaube aber nicht, dass wir den freigeschaltet haben. Nee. Aber der ist aber auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön. Ich finde ihn auf jeden Fall sehr, sehr schön. In Kämpfen sieht er etwas interessant aus mit seiner Animation. Aber wir haben hier noch einen anderen. Oh, den können wir auch auf Stufe 30. Doch, den können wir auch auf Stufe 40 bringen. Und zwar hier. Oh, ich habe den noch. Oh, warte. Ich mache das hier mal aus. Sonst nervt das hier. Falscher Knopf. Falscher Knopf. Falscher Knopf. Falscher Knopf. Falscher Knopf. Na toll, will jetzt nicht. Egal, wir haben den hier, den Introcerium. Wusstest du, dass Introcerium ein Synonym für Paracetarium ist? Ist das ist ein und dasselbe Tier. Okay. Okay, interessant. Interessante Information, was es immer hier so Informationen gibt. Aber wen wir hier haben, Leute, ist das hier. Oh, ein Säbelzahntiger. Obwohl, leider steht nicht Säbelzahntiger oder Smilodon. Da steht Thylazo, Smilus. Okay, sehr interessanter Name. Und er tötet ein armes Dodochen. Eieiei, nicht so brutal, Junge. Nicht so brutal. So, jetzt habe ich das Ding mal eigentlich ausgeschaltet. So nervt das. Dieses Raubtier wird häufig Säbelzahnartiger genannt und der Gruppe des Smilodon zugeordnet. Er ist jedoch evolutionär eher verwandt mit Beuteltieren als mit Katzen. Oh, gut zu wissen. Das wusste ich auch noch nicht. Aber boah, von den Stats her ist der wirklich gut. Der, oh mein Gott, der wird auf jeden Fall also richtig gute Stats hat er. Er hat zum Teil auch richtig viel Leben und zum anderen Teil hat er noch sehr viel Attack. Was ihn natürlich sehr stark macht. Sehr schön. Gut, dass wir hier ein paar gemacht haben. Sehr schön, dann werden wir auch direkt hier weitermachen. Und Gyrosphäre, das interessiert mich jetzt überhaupt nicht mehr. Denn das wollen wir ja nicht machen. Es gibt nur zwei Kämpfe, die machen können. Das können wir ja machen, sobald wir ihn freigeschaltet haben. Aber ich weiß auf jeden Fall, ich glaube, das habe ich in der letzten Folge auch gesagt, dass man die DNS braucht, um ihn zu füttern. Man braucht für den kein Futter. Das ist auf jeden Fall sehr informationsreich. So, wir gehen jetzt mal auf Verteidigung, weil mit 2 Punkten kann er uns, glaube ich, töten. Soweit ich das weiß. Oder ich rechne wieder falsch. Nee, kann nicht sein. Mit 2 Punkten kann er uns nicht töten. Aber egal. Ich meine, wir müssen ja hier. Wir haben ja keine mehreren Dinosaurier. Wir können die, glaube ich, alle dreimal austesten. Alle mal in einen Kampf in diesen PvP-Arenen können wir das, glaube ich, machen. Ich glaube, jetzt können wir eigentlich theoretisch gesehen angreifen. Das macht ja jetzt auch hier keinen Sinn. Ja, aber ich kämpfe jetzt jeden Tag. Ich mache jeden Tag diese Videos. Das sind 2 Videos. Wenn ich kein Gold ausgeben kann, dann mache ich das ein bisschen, sodass ich dann damit ich auch die Mission fertig kriege oder damit ich so schnell wie möglich diesen coolen Dinosaur Omega 9 ist es ja, dass ich den euch zeigen kann.
Und das ist ja das Wichtigste, weil der ist echt, also ich finde vom Design her übelst geil. Und ich habe mir da schon sehr viele Videos angesehen, wo die ihn da schon haben. Und das ist ultra geil. Also das finde ich mega, mega geil. So, jetzt bin ich natürlich ein bisschen kritisch, wenn er jetzt alle 3 Punkte einsetzt, dann sind wir nämlich tot. Macht aber nicht. Er könnte jetzt wiederum nur noch einen Punkt auf Verteidigung setzen. Deswegen setzen wir jetzt mal 3 Punkte auf Verteidigung. Und er hat es nicht getan. Aber 4 Punkte. Wenn er mit 4 angreift, haben wir wenigstens nicht verloren. Aber er tut es nicht. Was machen wir denn jetzt? 2 Punkte können wir töten. Aber das ist die Frage, ob da wirklich alle Punkte. Der hat nur maximal 4 Punkte. 2 Punkte auf Verteidigung oder 3. Aber das reicht doch, 2 Punkten reicht es, um ihn zu töten. Bei diesem Tier natürlich jetzt. Der ist ja nicht besonders. Hat nicht besonders viel Leben. 2 Punkten kann man töten. Ja, gut. Dann machen wir mal weiter, damit wir ein bisschen mehr DNS bekommen. Damit wir vielleicht mal irgendwann mal den Indominus Rex mal kaufen können. Postosuchus habe ich wieder bekommen. Das ist ziemlich gut, sodass wir den auch mal weiter hochbringen können. Und was für den Dinosaurier, den wir. Ein Dinosaurier ist es ja jetzt eigentlich nicht. Es ist eher Neuzeittier. Das kann eine Kreuzung machen. Und die gucken wir uns gleich auch nochmal an. Was dabei rauskommt und welchen wir brauchen müssen. Auf jeden Fall so einen Wildschweinartigen brauchen wir. So, Velociraptor. Du bist auch schon wieder fast auf Stufe 40 wieder. Ich glaube, mir fehlt, glaube ich, nur noch einer, glaube ich. Oh, 5 Punkte. Oh, das könnte kritisch werden. Aber er macht es einfach überhaupt nicht. Ist aber sehr interessant. Aber wir brauchen, glaube ich, nur auch nur 2. Wir brauchen 3 Punkte. Das ist jetzt natürlich ziemlich doof jetzt. Aber glaubt ihr, dass er. Ach, Gott sei Dank. Er kann nur maximal 3 Punkte gesetzt haben. Also 4 würden die da definitiv nicht setzen. Ja, kriegen wir ein bisschen DNS und dann kriegen wir hier den Geosaurus. Den haben wir ja auch schon. Den haben wir auch. Oh, jetzt müssen wir. Ja, Alangasaurus würde ich jetzt nicht einsetzen, weil mit 2 Hits ist er tot. Und wir setzen jetzt mal unseren Flugsaurier-Kreuzung. Weil er nicht mit 2 Hits tot ist. Aber mit 3 Hits. Aber der hat keinen. Der hat keinen 3 Hits. Also, wir haben 4 Hits. Wenn er jetzt 2 Punkte eingreift, ist er down. Aber wir werden jetzt 2 Punkte Verteidigung erstmal machen, weil ich glaube, dass der. Nach! Du Heilige! Aber schon interessant. Er greift einfach überhaupt nicht an und wir greifen dann an, ne? Wenn ich jetzt 2 Verteidigungen habe und er hat nichts auf Verteidigung, das heißt, wir sind am Arsch. Das heißt, ich gehe 3 auf Verteidigung. Ich glaube, das war ganz gut. Oder auch ganz schlecht. Wäre der jetzt 7 Punkte, ja, da wird es definitiv, ja, er wird sie einsetzen. Natürlich können wir den Indominus Rex einsetzen, aber das werde ich nicht tun, weil wir den vielleicht noch brauchen müssen. Und mit brauchen meinte ich auch, wir brauchen ihn definitiv und setzen jetzt einfach den Pflanzenfresser ein. Labyrinthiosaurus, jetzt bist mal du dran. Ja, der Pflanzenfresser, der auf Stufe 20 ist, weil wir den nochmal bekommen haben. Ich weiß, es ist nicht so ultra spannend hier, Jurassic World The Game, aber das ist mit das zweite, also das einzige Spiel, das wir momentan noch spielen können. Ich wollte ja auch Dragons auf den Ufern. Darum werde ich mich am Wochenende kümmern, sodass es endlich mal auf dem Handy ist, sodass ich mich auch, auch den gleichen Account, den ich auf mein iPhone habe, ich auch hier draufpacken kann, weil damit bin ich bin da am weitesten und ich könnte auch wieder von vorne anfangen. Das ist wirklich kein Problem. Aber so weit bin ich echt noch gar nicht gekommen. Also das ist das Weiteste, was ich bisher geschafft habe. Und wir sind schon ziemlich auf einem guten Start. So, jetzt können wir irgendwelche DNS kriegen. Wäre geil, wenn wir jetzt ein Dings kriegen würden, aber. Ein Pack, aber wir kriegen 125. Egal, das macht jetzt nichts, überhaupt nichts. Wenigstens, wir haben gekämpft und da haben wir auch die Mission dann auch irgendwann mal abgeschlossen. Wir sind schon bei. Okay, jetzt müssen wir das machen. Wir brauchen einen Wassertyp.
Nochmal so und nochmal ein bisschen so. Ja, lädt manchmal echt lange, aber jetzt geht's eigentlich. Wer soll ich mal schneller hier machen? Wir machen ja eigentlich nur die beiden Events. Davor gab es ja viel mehr Events. Okay, jetzt hat er den Mosasaurus. Er greift einmal an. Okay. Ach, das ist zu gefährlich. Nee, wir greifen nicht an. Das ist viel zu. Das ist. Nee, das schafft er nicht. Der Dolchio. Die. Na. Der. Keine Ahnung. Der Name ist echt zu kompliziert. Wir machen jetzt den hier. Machen 4 Punkte. Wenn ihr jetzt den Mosasaurus einsetzt und ihn töten und uns töten möchte, kann er gerne machen. Das ist wirklich kein Problem. Okay. Daher, dass der hier somit jetzt ganz schwach ist, werden wir ihn jetzt... Machen wir mal so, ich habe das nur 2 Punkte hat. Oder nur ein, macht nichts. So dass er uns dann töten kann, weil wir sind ja jetzt offiziell mit ihm im Nachteil. Darum kann er uns auch nicht so viel helfen. Okay, 5 Punkte, 1 Punkt auf Verteidigung oder auch nicht. Wir machen aber dann 1, 2, 3 und 4. Und ja, Verteidigung und zack. Er ist auf Stufe 3, finde ich immer am geilsten. So, der Geosaurus ist da. Ja, den haben wir sogar auf Stufe 30. Er greift dreimal an. Okay, das ist, ja, aber wir schaffen ihn mit 2 Punkten. Und er hat nur 1 Punkt auf Verteidigung. Wir haben 8 Punkte. Also voll Attack machen. Ja, und fertig. 2000 Punkte. Gut, noch 2 weitere Kämpfe, dann haben wir es geschafft. Dann können wir noch WP-Kämpfe machen oder 2-mal. Weil es hier nicht so viele Events gibt. Morgen gibt es auch nur 2, die wir machen können. Die sind mal ein bisschen mies hier. Das ist ein bisschen mies, dieses wieder. Das können wir überhaupt nicht machen, weil wir nicht so viele Kreuzungen haben, die stark genug sind. Oh. Jetzt brauchen wir wieder ein... Das hier. Die Muschel. Wie auch immer das ist. Heißt, ich habe keine Ahnung. Das brauchen wir. Dann nehmen wir den Geosaurus und... Ach! Das ist natürlich jetzt ziemlich blöd. Das ist jetzt ziemlich blöd. Haben wir einen, der... Ja, toll. Jetzt müssen wir... Ja, gut. Dann nehmen wir den hier jetzt. Aber wir haben 2. Wir haben 2. Das macht nichts. Und außerdem... Und den können wir auch, stimmt, den können wir auch hochbringen. Ich habe ja 2. Oh mein Gott, ich mache das nicht. Ja gut, ich mache auch gerade das da. Okay, er greift 2-mal an. Oh mein Gott, wieso habe ich es getan, ey? Das ist jetzt eigentlich nicht ganz so schlau, aber egal, dann ist er wenigstens weg. Er muss dann auch jetzt 2 Punkte einsetzen, um uns zu töten. Weil er nicht so viel Attack macht. Dann machen wir 1, 2 und dann ist er auch weg. Zack. Und dann ist der dran. Er setzt 3 Punkte ein. Ja, 3 Punkte. Perfekt. Das wird, glaube ich, mit dem Lüpleudern, glaube ich, doch wohl reichen. Ja, guck mal. Das reicht doch. Guck mal, perfekt. So, zack. Dann kommen nämlich jetzt noch den... ultra heftigen, den krassesten, den wir haben. Unser krassester Muschelartiger, wenn wir den jetzt überhaupt, wir brauchen den nicht. Wir brauchen ihn überhaupt nicht. Wir brauchen Dunkel, aber Dunkel haben wir nicht mehr. Dann setzen wir den auch direkt ein. Ich meine, der macht echt gut. Also der hat erstens gut Leben. Und zweitens, ey, der ist echt gut. Auf Level 20, ich habe 2 gezogen. Das ist so mega gut. Wenn wir noch ein paar mehr ziehen, dann ist es noch viel besser. Ja, machen wir jetzt mal 3. Mal gucken. Er hat 1 Punkt auf Verteidigung. Wenn er uns tötet, macht jetzt nichts. Wir haben unseren heftigsten auf der ganzen Welt. Macht er nicht. Ja, dann wechseln wir auch nicht. Ganz im Ernst. Ich möchte, dass wir den hier einsetzen. Hier, den hier, den hier. Den hier, den letzten werden wir komplett mit einem fertig machen. Und was auch immer der jetzt macht, ich habe keine Ahnung. Aber danke für 3 Punkte auf Verteidigung. Und mal gucken, ob du 10 kannst. Na, 6 Punkte. Ja, komm, jetzt mach doch mal 6 Punkte hier einsetzen. Komm. Full auf Attack gehen. Er macht es immer noch nicht.
Ja, aber wenn wir jetzt angreifen, dann haben wir jetzt einen klaren Nachteil mit den beiden. Ey, komm, jetzt greif doch mal an. Was ist denn hier los? Na also, guck mal, er traut sich mal anzugreifen. Okay, das war aber sehr komisch gerade. Okay, das ist gerade sehr interessant. Sehr interessanter Bug. Wir machen das mal so. Aber vielleicht erhebt sich das. Hä? Hä? Sag mal, was ist denn hier jetzt los? Sag mal, was war das denn? Das war ja sehr interessant. Wir haben einen Bug gefunden. Okay, er greift nicht an. Wir können aber auch ganz schlecht angreifen, weil wir nicht so viel Schaden machen. Oh, ein Punkt nur Verteidigung. Und ja, oh. Hier kommen wir jetzt. Also bitte, das war ja wohl sehr komisch. So, da ist unser. Zack, du bist weg. Gucken, wie viele Punkte. Und wir machen mal 2er Verteidigung. Müsste reichen. Und Quatsch. Und wir setzen alle Punkte ein. Mal gucken, wie viel Attack der macht jetzt komplett. Macht der 13.880 Schaden. In dem Sinne jetzt weniger. Ja, 8.328. Dafür haben wir den Geosaurus jetzt nicht allzu krass. Aber mit dem kann man, glaube ich, eine Kreuzung machen. Und wenn wir Futter kriegen, ist es natürlich noch besser. Futter sage ich schon Gold. Aber haben wir nicht bekommen. Ja gut, okay, ja, okay. Das ist ja vollkommen okay. Wir haben freigeschaltet. Weiß jetzt nicht, ob ich den freigeschaltet habe, aber... Ach, tägliche... Ah, okay. Ach so, zack, zack, zack. Ja, guck mal, das können wir eigentlich theoretisch jetzt machen, ne? Wie sieht das denn hier aus? Oh, da müssen noch einige machen hier, ne? Aber wir sind schon ziemlich gut. Ja, tritt jetzt in öffentlichen PvP an. Oh, wir haben... Ah, hier noch ein paar. So. Ja, wir haben schon 4000 Punkte, aber das macht nichts. Der Indominus Rex muss ja noch auf Stufe 40 gebracht werden und das wird mit Sicherheit sehr, sehr teuer sein. Und ich würde sagen, wir setzen jetzt die drei tollen, super tollen Dinosaurier an in VP. Und wir nehmen auch direkt das hier, weil dann können wir auch alle drei einsetzen. So, Nummer 1, da bist du ja. Schön. Nummer 2, da bist du. Und der Brachiosaurus. Ich kann euch jetzt schon sagen, der Brachiosaurus passt nicht ganz ins Bild. Ich glaube, die Leute, die ihn auch bekommen haben, werden das absolut kennen. Aber wir, das ist jetzt ziemlich blöd gerade, dass wir jetzt den Pflanzenfresser als letztes genommen haben. Aber wir können ja immer noch tauschen. Alles gut. Es ist völlig egal, ob wir verlieren oder nicht, denn, oh. Wir können mit einem Hit töten jetzt. Wenn er jetzt... Lol. Ja, dann würde ich mal sagen, adieu, mein guter Freund. Und guck dir das mal an, Einstein. Ein kleiner Schlitz und schon ist er weg. Jetzt macht er bei uns tot. Jetzt macht er uns tot mit 2 Punkten. Und er denkt, wir hätten auch Verteidigung und das würde sich nicht bringen. Was machst du, hä? So, ja, das habe ich mir schon fast gedacht eigentlich. So, da kommt der Tolle hier. Also, oh, du siehst echt toll aus. So, und wir haben als Gegner den... Brachiosaurus. Absolut haben wir als Gegner jetzt den Brachiosaurus. Ach, herrje. Ich meinte den Baryonyx. Da ist sie auf Level 1. Okay. Nicht genug Futter, oder was? 2 Punkte. Ja, schick. Aber eigentlich möchte ich den Brachiosaurus sehen. Das Problem ist nur,
dass er jetzt ultra schwach ist. Aber wir möchten ihn ja sehen, also so, boah, also, oh, du liebe Zeit. Was ist das denn? Guck dir das mal an. Aber er sieht echt schön aus, ne? Ey, hübsches Design, finde ich, echt. Komm, du kannst auch mal ein bisschen was machen. Sehr schön, das ist doch ganz toll, guck mal. Haben wir zumindest mal gesehen für ein paar Sekunden. Okay, dann gucken wir mal, was du zu bieten hast, mein Guter. 5298. Ja, okay. Dann mach mal. Was machst du denn für? Auch Velociraptor-artig? Oh nein, hat er nicht. Hat er nicht? Oh, schick. Aber vom Schön, er sieht sehr interessant aus. Auch mit dem Schwanz auch. Finde ich sehr schön. Komm, ein bisschen Futter jetzt. Da müssen wir ein bisschen, damit wir ein bisschen Futter haben jetzt. Weil das ist echt cool. Oder ein Pack. Oder ja, guck mal. Das ist doch, ja, vielleicht nicht viel. Das mache ich jetzt nicht, weil das müsste ich, dazu müsste ich, ja, Werbung gucken. Hallo? Aber wir haben das zumindest mal gesehen. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, das habe ich auch schon abgeschlossen, ne? Das heißt, die Mission kommt eigentlich nicht nochmal, oder? Wenn man jetzt Missionen davon abgeschlossen hat, kommen die rein theoretisch nochmal oder nicht? Das weiß ich jetzt nicht. Okay, dann können wir mal gucken, wie viele wir denn brauchen. Ja, bei den Kämpfen muss ich 60 mal PvP machen. Diese Tickets mache ich gleich, aber 28 von 140 Kämpfen. Wir sind schon mal sehr gut am Start und Ziele auch. Sogar 200. Aber wenn wir die restlichen Kämpfe abschließen und auch hier die... hier weg da jetzt. Hallo, gehen wir weiter. Das Schlüpfen und das hier alles machen, da sind wir eigentlich schon mal ziemlich auf einem guten Weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich würde dann sagen, das war's dann, glaube ich, auch von Jurassic World The Game. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da, aber falls euch gefallen hat. Und, ach ja, stimmt. Hier. Oh, ja, der wollte ich jetzt nicht verkaufen. 1 Million. Aber den gab es mal. Und da habe ich mitgemacht. Und darum habe ich ihn bekommen. Den gab es. Da konnte ich leider nicht aufnehmen. Ja. Weil in dem Moment der Akku leider leer war. Schade. Und dann war das auch schon vorbei. Und also ging das nicht. Ja, ach ja, stimmt. Wir wollten uns die Kreuzung ansehen. Aber können wir, glaube ich, jetzt nicht, ne? Weil der jetzt in Dings ist. Na, dann machen wir es beim nächsten Mal. Oder ihr könnt mir sagen, wer dabei rauskommt. Okay, da würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Dragon City wieder, die ich morgen aufnehmen werde. Auf jeden Fall. Dieses Video werde ich dann morgen nicht allzu spät hochladen. Ich würde sagen, so gegen Nachmittag, ich würde spätestens sagen, so gegen 15 Uhr. Da ich noch Arbeit habe, also beziehungsweise nur halt zu Hause. Und das Video konnte ich dann heute schon bearbeiten, dann wäre es für morgen fertig. Und dann könnt ihr euch freuen, zumindest auf ein neues Video. Und dann kommt auch Dragon City dann auch schon am Samstag online. Dann auch nicht so spät, weil ich dann zu Hause bin. Und ja, wir sehen uns. Also...